Mein Name ist Michel Makloff. Ich habe den Sommer mein Mathestudium beendet und freue mich jetzt auf mein Praktikum bei Hamilton in Bonaduz. Mathe hat mir immer am besten gefallen, weil man intensiv miteinander diskutieren konnte, aber dann auch eingestehen, wenn man falsch gelegen ist. Seitdem die neue Boulderhalle Quadrelle eröffnet hat, bin ich wieder fleissig am Bouldern. Außerdem lese ich im Moment gerade viel oder stehe beim Kochen in der Küche. Das Bundesamt für Statistik sagt, dass jede vierte alleinerziehende Person in der Schweiz von Armut bedroht ist. Es sind genau so Fakten, die mir klar machen, dass wir uns für eine Politik für alle stark machen müssen. Gerade auch auf Gemeindeebene kann man sich dafür stark machen, dass wir unser Reichtum sinnvoll einsetzen. Ich heiße Leila Puschkar, bin 37 Jahre alt, verheiratet und Mutter von 3 Kindern. Vor 27 Jahren bin ich als Flüchtling in die Schweiz gekommen. Ich bin Fachfrau Gesundheit und arbeite seit 2003 im Kantonsspital Graubünden. Ich setze mich ein für die Sicherheit von Familien in Domadems. Dazu gehören sichere Fuss-, Schul- und Velowege. Darum habe ich bei der Gemeinde auch schon eine Petition eingereicht. Auch Migrationspolitik und Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind mir sehr wichtig. Poštovani glasač, vaš glas nam je potreban. Glasajte 29. novembra za SP stranku. Hvala. Mein Name ist Hanna Schäublin. Ich lebe seit 11 Jahren in Domat-Ems, bin Mutter von 3 Kindern, Architektin und führe zusammen mit meinem Mann eine Schreinerei. Die Liebe zu alten Häusern ist Teil meines Berufes. In die Geschichte alter Gebäude einzutauchen und sie für die zukünftigen Bewohner weiterzuentwickeln, ist ein spannender Prozess. Die Pflege und der Erhalt alter Bausubstanz ist für die Identität unseres Dorfes elementar. Ich wohne gern im Zentrum des Dorfes. Es ist lebendig hier und praktisch alles zu Fuß erreichbar. Was allerdings fehlt, ist attraktiver Begegnungsraum für alle Generationen. Grünfläche, ein öffentlicher Spielplatz, ein kinderfreundliches Café. Hierfür möchte ich mich einsetzen. Ich heiße Christian Zimmermann, bin 50 und stelle mich zur Wahl als Gemeinderat für die SP in Domat-Ems. Ich bin verheiratet, habe 2 Kinder und wohne seit 20 Jahren an der Via Calundis. Ich arbeite bei der Graubündner Kantonalbank und berate kleine und mittlere Unternehmen aus dem ganzen Kanton. In meiner freien Zeit brauche ich für das Leben gerne das eine oder das andere Bierli. Also selber braut es ist einfach das Beste. Über 10 Jahre habe ich mich beim FC Ems als Juniorentrainer engagiert. Der Vial war in dieser Zeit fast mein zweiter daheim. Als Gemeinderat werde ich mich einsetzen für die sozial Schwächeren, für die Jungen und für attraktive, nachhaltige Arbeitsplätze. Ich freue mich über eure Stimme. Ich bin Luna Weckler und 23 Jahre alt. Ich bin im Masterstudium zur Oberstufenlehrerin mit den Fächern Deutsch, Englisch, Musik und Geschichte. Neben der Natur und Kultur liegen mir die Jugendvereine sehr am Herzen. Ich engagiere mich in Padia Medes. Dort habe ich schon früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen, im Team zu arbeiten und mich für die Gemeinschaft und die Umwelt einzusetzen. Genau das möchte ich in den Gemeinderat mitnehmen. Ich möchte ein Sprachrohr für die jungen Emserinnen und Emser sein, ihre Anliegen und Interessen vertreten. Weil auch die Jungen wollen gehört werden und haben eine Stimme in der Politik verdient. Els und Lavus de la Juventicna. Mein Name ist Katrin Pfister, ich bin selbstständige Naturpädagogin und Geologin. Mit meiner Arbeit möchte ich mich einsetzen, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene eine vertiefte Beziehung zur Natur aufbauen können. Seit 5 Jahren bin ich in der GPK von der Gemeinde Domat-Ems tätig. In meiner Freizeit halte ich mich gern in der Natur auf und genieße die unterschiedlichsten kulturellen Angebote. Ich möchte mich einsetzen für ein Domat-Ems mit mehr Wohnqualität, mehr Grünräumen und mehr Biodiversität. Für ein Dorf, in dem aktive Integration gelebt wird und ein Dorf, wo alle mitgestalten können. Mein Name ist Martin von Kleef. Dabei auch uns, so ein Elkomember, Wilkusei Kommunal. Mit Freude unterrichte ich seit 24 Jahren im Schulhaus Kagwils.
Gemeinsames Lernen ist in meinem Unterricht zentral. Ich bin überzeugt, Herausforderungen in Politik und Gesellschaft lösen wir nur miteinander. Auch den Schutz der Natur sollten wir unseren Kindern mitgeben. Mein Ziel ist eine gesunde Entwicklung der Gemeinde und der Einbezug von möglichst allen Bedürfnissen. Das schaffen wir nur miteinander. Ich bin Anita Kaflisch-Müller und seit 4 Jahren für die SP im Gemeinderat von Domadems. Ich arbeite als selbstständige Familienärztin in der Gemeinschaftspraxis Termbell. Bei meiner Arbeit bin ich täglich mit grosser Chancenungleichheit und Ungerechtigkeit in der Gesellschaft konfrontiert. Das ist meine grösste Motivation, mich sozialpolitisch im Bereich Feminismus, Familie und Integration zu engagieren. Als Ausgleich bin ich gerne in der Natur. Um unsere grossartige Natur zu schützen, will ich für einen besseren Klimaschutz einstehen. Ich bin überzeugt, dass nur eine gleichberechtigte und gerechte Gesellschaft die Herausforderungen von unserer Zukunft nachhaltig anpacken kann. Und für das setze ich mich ein. Und jetzt zu dir. Die Zeit ist reif für mehr Gemeinwohl. Von allein wird es nicht besser. Darum wähl Liste 2.